Herzlich willkommen bei Folge 11 von Horizon Zero Dawn. Aloy ist gerade dabei, die Erprobung zu erledigen im Mutterherz. Und zwar, ich lese erstmal vor, bevor ich weitere Erklärungen mache. Die Erprobung. Heute ist der Tag. Aloy wird die Erprobung gewinnen und die Erzmütter dazu bringen, die Geheimnisse ihrer Geburt zu offenbaren. Oder beim Versuch sterben. Haben wir schon erledigt. Wir haben also bei der Erprobung als Erster abgeschlossen. Allerdings wurden wir während der Siegerehrung sozusagen angegriffen und befinden uns mitten im Kampf. Das ist der Grund, warum ich hier im Questladebildschirm, im Questbildschirm starte, weil im Hintergrund sehr viel Kampfeslärm zu hören ist. Ich musste kurzzeitig auch die Grafik etwas runterschrauben, weil der Rechner gerade gerödelt hat wie verrückt, aber das hat nicht wirklich Entlastung gebracht. Der Leistungsabbruch muss andere Gründe gehabt haben. Ich habe die Grafik jetzt wieder nach oben korrigiert auf den ursprünglichen Wert. Und ja, die Rechnerleistung hat sich jetzt stabilisiert. Müsste wieder normal laufen. Also, wir wurden angegriffen. Einige unserer Mitstreiter, wenn man das so nennen will, wurden schon von den Angreifern getötet. Es sieht momentan für mich so aus, als bin nur noch ich übrig. Das muss ich nochmal kontrollieren, mal in die Runde schauen, ob außer mir noch jemand steht. Und der Angriff ist noch nicht beendet. Der Anführer schießt jetzt mit schweren Waffen hier um sich. Und dann schauen wir mal, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Aber ich fürchte, das geht nicht gut. Also es hat schon viele Tote auf unserer Seite gegeben, auf der Seite der Nora. Es ist bereits in Fiasko geendet. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Besseres zu tun. Wenn ich ihm das Ding abnehmen kann. Jetzt brauche ich erstmal Heilung. So. Das Ding verloren. Scheiße. Mist, das Ding fällt mir dauernd aus der Hand. Okay, dann ohne Kasper ich jetzt nicht mehr weiter rum, das Ding hier. Vielleicht versuche ich später nochmal, wenn hier weniger Leute rumstehen. Verkrümle ich mich erstmal ins Gras. Also diese, wir schießen aktuell hier mit, Moment, ganz kurz, mit dem Präzisionspfeil und Scharfschussbogen. Keine Munition, ich muss Munition herstellen. So, das soll's gewesen sein. Mal die Position wechseln. So. Heilung. Hier liegen genügend Heiltränke rum. Ich muss nur die Leichen looten. Das war ein Kopfschuss. Es hat extra Punkte gegeben, wie ihr in der Mitte sehen könnt. So, und jetzt versuche ich es nochmal mit der schweren Waffe. Du siehst sie, sie sehen dich nicht. Also ich bewege mich damit sehr langsam, weil ich auch den Umgang mit den Dingern noch nicht gelernt habe. Keine Munition, okay. Aber jetzt ist das Ding nur noch Müll. Wir nehmen mal den Trank hier mit und immer in Bewegung bleiben. Das ist ganz wichtig bei solchen Kämpfen. Nie lange an einem Ort bleiben. So, das gekerbte Amulett, das können wir später mal verkaufen. Das bringt ein bisschen was ein. Ich brauche Deckung.
So. Gesicht zur Sonne, Kind. Verbrenne alles. Dann zu deiner Aufgabe. Wie du befiehlst. Aloy! Aloy. Überlebe. Sie stirbt. Dass sie dort ist, ist Blasphemie. Sie muss zu ihrer Mutter. Es tut mir leid. Ja! Kehr dein Gesicht zur Sonne. Rust. Ich brauche den Fokus. Nein. Rust hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich?
Ja, gute Frage. Wo sind wir? Menü derzeit nicht verfügbar. Ich kann also auch nicht schauen, was die Quest von mir will. Der Leib des Berges sucht nach deinem Fokus. Gut, das machen wir. Ich kriege hier keine Minimap, also keine Gebietskarte. Ganz schön heftig, ne? Die Wunde am Hals ist geschlossen, wie sie auch immer das geschafft haben. Aber offenbar war sie längere Zeit außer Gefecht, würde ich mal sagen. Und ja, die haben halt ihre Heilmethoden. Oder das ist nicht real. Meine Sachen, gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Was? Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Ich Gut. sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Der hat übrigens genauso einen Fokus am Ohr gehabt, so einen gelben Fokus wie dieser Olin, mit dem wir vor 2 Folgen gesprochen haben. Wie schaut's denn aus? Habe ich mein In. Ich habe immer noch Ich muss kein Menü. weitersuchen. Ich dachte, jetzt, wo ich den Fokus hack, habe ich wieder Menü, aber ist nicht. So, wir gehen mal auf den Questmarker zu, mangels Optionen. Hier ist nichts. Ich empfange eine Art Signal. Den Skillpunkt, den wir erhalten haben, den sparen wir auf. Ich spare jetzt mal 2 Skillpunkte an und schau mal, was wir dann kriegen Das können. sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Da, mit meinen anderen Sachen. Aha, das sind sie ja. Was kannst du mir zeigen? Alle Kommandanten, Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Bild der Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin? Sie sahen mich durch Olens Fokus. Wie ist das möglich? Dann Beeilung, ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Ted hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Bist du meine Mutter? Ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Heißt das, ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir hier. Wir haben 2 Fertigkeitspunkte, das ist gut. Was kriegen wir denn zurück, um lautlos zu landen und kleine Maschinenmenschen zu erledigen oder größeren Gegnern schweren Schaden zuzufügen? Ich sag gleich was zu der Videosequenz eben. Wir haben ja gesehen, dass bei der Gegenüberstellung von Aloy und dieser Frau, dass sie sich sehr ähnlich sind. Das hat Gründe. Ich habe schon überlegt, ob ich es überhaupt erwähne, aber jetzt habt ihr es ja selber gesehen, jetzt brauche ich es nicht mehr spoilern. Ich hätte es wahrscheinlich eh nicht gespoilert. Kritischer Treffer. Da müsste ich erst vorher das hier
freischalten will ich aber nicht. Ich spekuliere eigentlich gerade auf was anderes. Ich möchte nämlich diesen Zoom-Effekt. Wo habe ich ihn denn? Schlag von oben. Wo ist es denn? Ist das das hier? Genau. Da hätte ich gern die verbesserte Version. Da brauche ich noch einen Skillpunkt. Also sparen wir ihn. Den hätte ich nämlich wirklich gern. Der ist... Ihr seht ja, dass ich beim Zoomen relativ schnell wieder rauskomme. Ja, und deswegen sparen wir uns die beiden Skillpunkte auf und werden beim nächsten Skillpunkt das hier freischalten. Das hilft uns wirklich weiter. Ach so, Inventar herstellen. Ich scheine was herstellen zu können. Ja, Munition. Tragekapazität nicht. Gut. Quest, der Leib des Berges. Aloy versucht zu begreifen, warum sie bei der Erprobung das Ziel der Mörder war und findet heraus, dass ihre Herkunft viel geheimnisvoller ist, als sie sich je vorgestellt hat. Und da folgen wir jetzt Teersa und hoffen, dass wir mehr erfahren. Habe ich hier eine Karte? So, jetzt wartet mal, da war doch was. Ich sollte ihr vielleicht nicht direkt folgen, sondern... erstmal mich hier umschauen. Diesen, so, das ist fast ein Geheimgang, also den kann man leicht übersehen. Und dann nehmen wir mal das hier mit. Da haben wir eine Energiezelle. Das ist Energiezelle Nummer 2. Noch eine von diesen Energiezellen. Aber was mache ich damit? Ja, genau, was mache ich damit? Und zwar haben wir doch diese Quest hier. Altes Waffenlager. Das war jetzt die zweite Energiezelle von 5, die wir dafür brauchen. Und eine davon können wir bei dieser Gelegenheit relativ unkompliziert mitnehmen. Wenn wir wissen, dass sie da ist. Ich wusste es, weil ich ja schon mal durchgespielt habe. Und dann sparen wir uns nämlich den mühsamen Weg nochmal hierher. Also ich zeige es euch nochmal auf der Karte. Ihr müsst hier in diesen Raum hier im Berg der Urmutter und dann eben hier diesen Geheimgang, den ich euch gezeigt habe, diesen hier, also auf diese Tür zu und dann, die Tür kriegt ihr nicht auf, diesen Geheimgang da folgen, in dessen Richtung ich gerade blicke und dann bekommt ihr die zweite Energiezelle. Eigentlich fast auf dem Teller serviert, wenn ihr wisst, dass sie dort ist. Nee, da will ich nicht hin. Bevor wir jetzt der Quest weiterfolgen, schauen wir uns da hinten nochmal um. Also das letzte Mal, als ich diese Aufgabe gemacht habe, musste ich extra nochmal hierher zurück. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich es dann filme, dann mache ich es gleich richtig. Hier ist nichts. Im Moment jedenfalls nicht. Gesicherte Eindämmungslug. Ja gut, hat jetzt... ist gut. Dann folgen wir jetzt der Quest weiter. Hier gibt es momentan nichts Interessantes mehr. Meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Rede mit Teersa. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... was? Was meinst du denn damit? Komm.
Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh. Oh. Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Das ist wie die Frau, die ich sah. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Nein. Bitte. Bitte. Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebte im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Ach, übrigens, der Bogen, den sie gerade hat. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Ich wollte sagen, das ist nicht derselbe Bogen wie in der Videosequenz vorhin. Aber macht ja nichts. Ist es getan? Ja. Sie weiß es.
Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du! Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Ich kann also überall hin, ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus, aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Ja, ich weiß, dass wir uns den 30 Minuten nähern, aber wir ziehen den Dialog hier noch durch. Sonst, ich will nicht mitten im Dialog schneiden müssen. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Nora-Lands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja, aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind?
Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Also, Varl suchen und Nora-Kriegern helfen. Wir müssen sowieso Nebenquests erledigen, um Aloy auszubilden, bevor wir in der Hauptstory weitermachen. Sie muss ja kräftiger und ja, sie braucht Fähigkeiten. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Gut, dann... Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Das ist dann wohl ein guter Zeitpunkt zum Schneiden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie ihr weitergeht, erfahrt ihr in Folge 12. Bis dann.